Was könnte es Schöneres geben als ein halbfertiges Haus oder ein viertelfertiges Haus? Ein superschöner Strand, Meer, Sonne, Karibik-Flair, Palmen, eine piepende Uhr, ein gebrochener Arm und was weiß ich nicht noch für Wunden. Und ja, nichts. Doch, Kokosnüsse zum Essen, Steine zum Craften und so. Naja, das ist das, was wir hier haben, was wir uns aufgebaut haben in den letzten Folgen hier bei Let's Play Stranded Deep. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Runde. Und mit nächster Runde meine ich natürlich für mich eine neue Aufnahme. Ich nehme mal dieses Erding damit. Wo ist das Erding? Habe ich das schon? Ah, ich habe das schon mit. Wunderbar. Wir hatten doch mal einen Speer, oder? Habe ich den weggetan? Hatten wir nicht mal irgendwie einen Speer? Ach nee, den hatte ich, glaube ich, in der vorigen. Naja, gut. Wir... Hä? Ah, ein Hai. Hallo. 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 Ja, komm. Riech mein Blut. Ja, riech mein Blut. Komm her. Komm schon. Ja, komm. Ja, komm. Pam! Ich habe ihn, glaube ich, nicht getroffen. Jetzt aber. Ja, ja. Willst du mich haben, musst du mich holen. Wow, der wollte mich holen. Du blöder Sack. Immer von hinten, ne? Das ist deine Masche. Das ist deine Masche, aber nicht meine. Ja, ja. Komm her. Komm her! Ne, und damit nochmal willkommen hier, ne? Let's Play Stranded Deep. Eine neue Aufnahme beginnt. Hat er Angst vor mir? Was ist das denn für einer? Ich dachte, du bist ein Hai. Da hat er Angst vor mir. Ja. Du solltest Angst vor mir haben. Ich versuche den jetzt mal zu töten. Einfach nur, cause I can. Wo bist du? Da bist du. Ja, weil der geht mir voll auf den Sack gerade. Und ich will mal wissen, ob man wirklich Haie töten kann. Ich sollte mich aber nicht zu viel trauen, denn ich habe ja schon einen kaputten Arm. Komm. Riech mein Blut. Riech mein Blut. Hä? Ich weiß genau, wer du bist. Wegen dir habe ich eine Verletzung. Ich kenne dich. Wir waren mal Freunde. Oh, ich glaube, da ist noch ein zweiter Herr, oder? Muss ich aber aufpassen. Ich hatte dir ja sogar einen Namen gegeben. Wo ist er? Du warst... Hi! Ich hab dir extra den einfallsreichen Namen Hi gegeben. Wie, jetzt bist du weg, oder was? Schippt er jetzt da hinten, oder? Was ist denn jetzt los? Feichling. Widerlicher Feichling. Ne, was ich eigentlich machen wollte, ist natürlich... lol. Ist natürlich, wie letztens angekündigt, hier die Insel mal umlaufen. Und... nach Schiffwracks suchen. Damit wir... Oh, das boppelt so schön. Damit wir vielleicht Verbände oder sowas kriegen. Wichtiges Zeugs. Wichtiges Zeugs. Ich habe noch einen Hammer dabei. Komm mal mit. Floß. Komm. Komm, bei Fuß. Braves Floß. Komm. Komm hier. So, ich bin noch immer nicht ganz so hundertprozentig gesund, aber das läuft schon irgendwie. So, dann gucken wir doch mal eben nach Kartoffeln. Ich glaube, wir hatten hier irgendwo Kartoffeln, damit wir ein bisschen Nahrung kriegen. Kartoffeln, wo waren die Kartoffeln? Oder waren die auf der anderen Insel? Nee, da sind sie, oder? Jawohl. Zack, Kartoffeln. Direkt in den Magen.
Was sagt der Arm? Der Arm sagt, ich häng mal eine Runde ab. Dann haben wir noch ein paar Kokosnüsse. Es sind nicht mehr viele. Ja, warte mal, wir trinken uns jetzt hoch. Das Problem ist, wir brauchen halt immer mehr zu trinken und immer mehr zu essen, je länger wir jetzt hier keine Behandlung haben. Das ist das große Problem. Denn die Wunden kosten uns Nahrung und Trinken. Und vor allem Trinken ist nicht ganz so einfach. Aber naja. Wobei ich glaube, Trinken ist sogar einfacher, weil Trinken ist mit der Wasserflasche ziemlich easy. Und wir können ja auch diesen Eimer da machen, den wir ja, glaube ich, über dem kochenden Ding hängen lassen können, so lange, bis wir ihn brauchen zum Trinken. Das könnten wir ja eigentlich mal machen. Moment. Einmal so. Bucket Fresh Water. Ja, das stimmt ja nicht so ganz. Klemmern schon mal da dran. Und so, wir mampfen uns eben ein paar von den Kokosnüssen. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben keinen Hunger mehr. Das sagt die normalerweise immer. Dann holen wir uns jetzt das Paddel. Und los geht's. Da ist schon wieder ein Hai. Okay, ich werde mich jetzt nicht sehr weit von der Insel entfernen, aber wenigstens mal gucken, ob wir nicht irgendwelche Schiffswracks finden. Denn diese Kraftlosigkeit geht mir langsam so ein bisschen auf den Keks. Und wir müssen was dagegen tun. Das steht fest. Und entweder einen Kompass finden oder Bandagen finden. Ich habe mir auch was überlegt für die nächste Aufnahme. Da werde ich dann versuchen. Ich habe mir ja eine eigene Karte gemalt. Die werde ich dann versuchen zu digitalisieren und dann immer einzublenden, was wir gerade gefunden haben und so. Wenn ich das schaffe. Ist da unten was? Nee, ne? Das sieht hier nicht so ganz so gut aus. Und dann mal gucken, ob wir damit vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen. Ich würde gerne draufbleiben. Und vielleicht euch dann auch so ein bisschen zu zeigen, wo wir immer sind und so. Das ein bisschen so visualisieren, wie ich mir das gerade denke oder vorstelle. Ist vielleicht auch keine ganz so schlechte Idee. Hier ist ja nichts. Kein Schiffswrack in der Nähe. Oder da? Man sieht das so schwer. Was ich auf jeden Fall gesehen habe in einem anderen Video zu diesem Spiel. Es gibt Seeigel oder irgendwas in der Art und die können einen vergiften. Das heißt, das wäre zum Beispiel etwas, was wir theoretisch sogar heilen könnten, weil wir haben ja die Anti-Gegenmittel dagegen. Die Anti-Gegenmittel vor allen Dingen. Die Gegenmittel natürlich. Hier irgendwo draußen so dieses Geblubber, was so ein Wrack kennzeichnet. Ich will halt, wie gesagt, nicht zu weit raus. Hier hat es doch gerade irgendwie so geblubbert. Hier. Ist hier irgendwas? Ich sehe hier nichts. Ich könnte halt mal runtergehen, ne? Okay. Gucken wir mal schnell. Ah, okay, hier ist so eine Spalte. Aber hier ist sonst nichts. Dann mal rauf. So. Und wieder gepaddelt. Ja, die Folgenlänge. Muss ich mal gucken, ob ich dabei bleibe, zwei Folgen à 10 Minuten zu machen. Oder ob ich dann jetzt gucke, dass ich eine etwas längere Folge mache. À 20 Minuten zum Beispiel. Weil dann hat man jetzt zum Beispiel nicht 10 Minuten lang nur dieses Gepaddel, wie ich nach einem Schiff suche. Sondern vielleicht noch irgendwas anderes drauf.
Vielleicht, wie ich nach zwei Schiffen suche oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall, damit das vielleicht ein bisschen besser ist, mache ich nicht mehr zwei kleine Folgen, sondern eine etwas größere. Und man sieht aber auch nichts. Das ist doch... Die anderen Schiffe, die konnte man so gut sehen. Oder soll ich wirklich einfach mal auf eine andere Insel? Ich denke mal, beim nächsten Patch muss ich sowieso wieder einen neuen Spielstand anfangen. Deswegen können wir theoretisch jetzt auch einfach eine andere Insel ansteuern. Ich nehme jetzt einfach mal die da hinten. Oh, was war das? Was war jetzt hier? Komisch. Ich finde auf jeden Fall wieder zurück, denke ich. So viele Inseln gibt es jetzt hier nicht im Umkreis. Ich mache das dann einfach wieder mit der alten Taktik, ne? Von wo bin ich gekommen? Und leg mir mein Floß dann dementsprechend dahin. Und vielleicht finden wir unterwegs ja ein Schiff. Schön wär's ja. Und ansonsten nehmen wir da hinten die Insel und packen uns vielleicht Kokosnüsse und Stöcke rein. Damit wir unseren Vorrat ein bisschen auffrischen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt die ganze Zeit aufs Wasser gucke. Aber ich will halt gucken, ob ich hier so ein Schiff finde. Weil unser Arm sieht echt nicht gut aus. Der muss unbedingt versorgt werden. Und das schaffen wir halt wirklich nur mit Bandagen. Ich frage mich sowieso, wenn wir jetzt Bandagen finden in so einem Schiffswrack da unten, dann müssten die ja total durchnässt sein. Wie der die dann einfach noch verwenden kann, weil die sind ja auch voll mit Salzwasser dann. Da ist ein Hai. Komm, Ruder, Junge. Ruder. Da ist auch ein Hai. Das finde ich aber nicht so schön, jetzt hier so viele Haie. Und er hat uns, glaube ich, gesehen. Komm, Ruder, 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 Ruder. Dass ich ein Seemann bin, das sieht doch jedes Kind. Ich paddel mal lieber weiter. Bevor es gleich wieder Flutsch macht und dann hat sich das erledigt. Ist das jetzt noch die Insel? Ja, ne? Mein Gott, die ist aber weiter weg, als ich erwartet habe. Und ich habe auch kein Schiffswrack jetzt unterwegs gesehen. Zumindest nicht auf der geraden Strecke jetzt hier. Ich gucke ja nur nach vorne. Aber es sieht echt nicht so gut aus. Och, Insel, komm doch was näher jetzt. Ach, da sind noch mehr Haie. Wir sind gerade wieder in irgendwas, irgendeine Phase eingetaucht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Welt auch so eine Art Chunks hat, in die man dann so eintaucht. Dann kommt manchmal dieses Gekrissel. Da ist schon wieder ein Hai. Verpiss dich. Na. Ich weiß, ich blute und ich weiß, du willst mich, aber ich will dich heute mal nicht. Ausnahmsweise habe ich keine Lust auf High-Sex. Uah, der ist ja direkt hinter uns. Paddel schneller! Uah. Zieh, Junge, zieh! Aber nicht am kleinen Finger zum Furzen, sondern wirklich mal hier ein bisschen Gas geben. Mein Gott, was ist das denn hier? Was habe ich denn da ausgesucht für eine Insel? Da ist ja schon wieder ein Hai. Nein! Boah, das ist total gefährlich, wenn der da so gerade drunter schwimmt. Hab ich echt immer Angst, ne? Insel, komm doch etwas näher. Ich fühle mich nicht wohl. Ich würde gerne an Land gehen. Ich bin seekrank geworden. Boah, der ist ja auch schon wieder direkt hinter uns. Ach, die Insel kommt was näher. Das ist doch schön. Komm, hopp, 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 hopp. Paddelt schneller. Ja, ich würde sagen, dann sammeln wir da ein paar Sachen. Stöcke, Kokosnüsse und gucken da mal, dass wir davon ein paar Sachen mitnehmen. Vielleicht finden wir dann auf der Insel noch irgendwie was oder umliegend der Insel. Aber in erster Linie heißt es dann jetzt erstmal wieder Ressourcen sammeln und wieder nach Hause bringen. Und vor allem zu Hause ankommen. Ach du Scheiße. Zu Hause ankommen.
Die Insel, okay. Aber das finde ich gerade irgendwie nicht so cool, dass da so viele Haie hinter uns her sind. Da sind wir also durch irgendwas durch, was so ein Hai-Areal ist. Weg sind sie. Vielleicht untergetaucht, um uns jetzt anzustupsen. Paddel, paddel. Komm, 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 komm. Mann, 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 das dauert aber auch immer so Ewigkeiten. Jetzt kann man wieder den Boden sehen. Ah, zumindest ein bisschen. Hm. Oh, da sind ja noch mehr Haie, oder? Ne, sind Steine. Okay, puh. Glück gehabt. Oh, ich glaube, es wird sogar jetzt nebelig, weil das ist wieder so rötlich. Kann auch sein, dass wir jetzt eine Nacht hier auf der Insel verbringen müssen. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Ach so, das ist nur... Schade, ich dachte, das wäre so ein kleines Wrack. Hier ist auch nix, ne? Das ist wieder so ein Kackort hier. Aber irgendwie so eine Steinpassage ins Wasser rein. Sieht schon sehr witzig aus. Aber irgendwie kommen wir gar nicht mehr vorwärts, ne? Das ist hier... Oh Mann, ey. Aber wir haben es geschafft. Und ich glaube... Wir sind von der Insel da gekommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber... Ich habe das so ein bisschen im Gefühl. Die war's. So. Naja, nicht die, sondern die. So. Paddel drauf, damit du ja nicht wegschwimmst. Und die Insel ist fixiert. Boah, die ist aber echt weit weg. Okay, gucken wir uns mal um. Feuerzeug habe ich natürlich nicht mitgenommen. Wäre auch viel zu einfach gewesen. Was habt ihr denn hier die ganze Zeit am Rumgepiepen? Ah, Kokosnüsse habe ich sogar noch dabei. Kann ich mir auch noch eben reinziehen. Hauen wir uns mal den Wanst voll. Und dann würde ich sagen... Och Gottchen. Direkt zwei Stöcke neben dem Stein. Nett platziert. Und dann würde ich sagen, sammeln wir einfach alles, was wir finden. Also ein Stack Steine nehme ich jetzt mit. Und ein Stack Stöcke schon mal. Ich glaube auch ein Stack Kokosnüsse. Dazu schlagen wir uns hier mal gerade die Palme. Dann finden wir nämlich erstmal... Was heißt wir finden? Aber dann fallen die Kokosnüsse runter, die wir nehmen. Mal gucken, ob dann auch genügend kommen. Da rollt eine. Es tut mir leid, dass ihr jetzt gerade nichts sehen könnt. Ich sehe ja auch nichts. Ist hier nicht nur ein paar mehr gewesen? War das jetzt nur eine? Was ist das denn hier? Nur eine Kokosnuss? Das ist aber ein bisschen mager, blöde Palme. Gut, dann nehmen wir auf jeden Fall... Die Palme auseinander. Was haben wir dann hier? 4, 8 Stöcke und nochmal Palmdinger. Das heißt, 3 Plätze belegt. Okay. Drei Plätze belegt heißt 1, 2, 3. Dann sind wir voll. Okay, das heißt, wir können noch die Kokosnüsse mitnehmen. Die können wir gleich erstmal trinken und essen. So, 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Hoffentlich finden wir dann noch 2 Stöcke. Dann brauche ich nicht noch extra eine Palme dafür. Abholzen. Irgendwie vergesse ich jedes Mal, was zu trinken aufzumachen. Das muss ich dann immer jetzt machen. Na. Hä? Ah, okay. So. Und den noch. So, zack, 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 zack. Dann haben wir jetzt noch 2 Stöcke, die wir mitnehmen können. 3 Steine und Kokosnüsse. Ja, ja, ich weiß. Hier haben wir noch Yucca. Oh, Potato. Die brauchen wir jetzt nicht. Können wir aber eventuell auch essen.
Hier ist, ich sehe nichts, ne? Also ich sehe keine Stöcke, ich sehe keine Steine.